Und noch ein Part. Tja. Da sind wir wieder. Ah, ja, nicht, wenn ich von der Straße abkomme. Tja, nachdem wir uns gerade am Ende im letzten Part mit drei kaiserlichen Typen angelegt haben, geblieben haben so. Heilung. Brauche ich gerade gar nicht, okay. Ich die Axt nicht da drin. Waffen. Max von Weißlauf. Ja, ein bisschen demoliert ist sie schon. Eigentlich hätte ich nicht gegen den Fox kämpfen, das war nur aus Versehen. Wollte nur was testen. Ist der böse? Nö, der ist nicht. Na eben so komisch guckt. Deswegen dachte ich, vielleicht ist er ja böse. Lieber Stadt entdeckt. Oh yeah. Ich mach mich aus dem Staub. Was wissen wir nicht aus dem Staub? Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochodka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Okay. Karte. Ach, ich darf da hoch. Ich dachte, ich muss hier hin. Ja. Aber... Ich helfe, ich erledige meine Pflichten. Was soll ich denn noch tun? Wenn ihr euch in diese Stadt verlassen wollt, aber solange ihr euch unter unserem Dach aufhaltet, müsst ihr ein bisschen mehr mit anpacken. Ja, Mutter. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig aus. Das sagen so viele. Könnt ihr mir etwas über Hochrodka erzählen? Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodka sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Ah ja. Was ist hier noch so? Habt ihr eine Idee, wie ich meiner Tochter die Flausen austreiben kann? Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Cool, ich kann ja einfach Hühner mitnehmen. Nett. Verschwindet einfach so schnell, ihr könnt aus der Stadt. Hier gibt es nichts. Ihr könnt ihr nicht vorschreiben, was sie tun soll. Sie ist unser einziges Kind, Boti. Soll ich sie den Wölfen zum Fraß vorwerfen? Ihr werft sie ja nicht den Wölfen vor. Sie sind nur die... Genau wie ich in ihrem Alter. Und was, wenn sie sich entscheidet, Ivers dazu... ...nicht ertragen? Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klemek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrodka nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern, aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Okay, gefährlich. Das hört sich schon mal gefährlich an. Schlecht. Was ist das? Lesen. Von der Geburt der... Emblem 1. Von der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz... Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn sie es wenn es absolut notwendig war. Ihre Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Okay. Ja, also wenn man sowas mit der Stimme kann, dann wird es wohl auch so anderes Zeug kommen, wie da gerade stand. Nix A. One Hit. Amethyst. Schön. Wolfspelz nehme ich gern so viel mit, wie ich kriegen kann.
Naja, ich glaube, ohne Waffen bin ich schneller, wenn ich da einfach... Ganz kurz Hellsehen benutzen. Gut, ich laufe richtig. Eigentlich ist die Axt da dran verschwendet. Ich nehme wieder meine normale. Wenn ich einen stärkeren Gegner kriege, dann wechsle ich. Ah doch, ich glaube, das ist besser. Ah, eben dachte ich, hier wäre irgendwas auf der Sonne sind Stein. Nur ein Stein. Aha, hier sind so Ziegenböcke. Hallo. Ach, der betet. Ich dachte, er zielt auf den. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Mit, Kugel in der Hand. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Habt ihr die Graubärte... Dovahkiin rufen an? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ja. Nix. Ich geh noch. Tschüss. Tschüss, Kumpel. Ich will nach oben zu den Graubärten. Ich will wissen, was für welche das sind. Oh, Mann, Mann. Tja, ich one-hitte die schon inzwischen. Ja, auf 28, glaube auf 30 kann ich was Neues dazu skillen. Glaube ich, auf jeden Fall. Okay. Ein paar Wölfe sind hier, aber sonst ist hier nichts Gefährliches nach oben. Also, ist ganz gechillt eigentlich. Ah, wieder so ein Ziegenbock. Ich dachte schon, was Gefährlicheres. Jetzt auch der Fall. Alter, das sieht schon cool aus. War auch komisch, muss ich sagen. Ist Lydia eigentlich noch hier irgendwo? Ja. Die latscht da noch. Ach, ich könnte ja die ganzen Dinge eigentlich lesen. Ach, da habe ich Zeit verpasst. Puh. Egal, dann weiß ich auch nicht, was da stand. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen, aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Okay. Wahrscheinlich kriege ich jetzt hier so die Geschichte von Himmelsrand erzählt. Wie halt die Drachen die Menschen so Sachen gemacht haben. Ne, wahrscheinlich wie die Menschen die Drachen besiegt haben. Hätten sie ja irgendwie, sonst würden sie ja hier nicht leben. Sonst würden ja die Drachen leben, nicht die Menschen. Und so halt. Ja. Darf ich überhaupt hoch? Ne, ich will nicht warten. Ich will auf die Karte gucken. Ja, doch. Aber Hochrotka hat sich verschoben. Glaube ich. Ah. Sammeln. Schneebären. Ich glaube, da vorne ist ein Bär. Oder? Leider steht das Zeichen. Oder nicht? Was ist das für ein Bärzeichen? Diese Tatze. Ach, ich
muss mal gucken, was für eine Tatze ist. Die Richtung irgendwie muss eine Tatze sein. Keine Ahnung, was für eine Tatze ist. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ja, bitte? Was macht ihr da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Okay. Habt ihr die Graubärte Dobakin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss, ich will das ja lesen. So, Emblem 4. Kain wandte sich an Paratunax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachentrieb. Drache gegen Zunge. Naja, wahrscheinlich hat irgendein Drache den Drachen sozusagen verraten, indem er den Menschen geholfen hat. Ja, weil er ihnen beigebracht hat, diese hier zu benutzen. Diese Fuß. Tja. So ist das nun mal. Oh, was ist das? Ein Eistroll. Ah, oh, der scheint mir stark. Heilung und Funken. What the fuck ist das für ein Eistroll? Sollen wir den denn besiegen? Vielleicht den Nordbogen? Nein! Lass mich! Fucking, wieso hat er jetzt wieder volles Leben? Hat er aufgegeben? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich ja schon. Ja, wie er die einfach auseinander nimmt. Alter. Gesundheit. Okay. Und jetzt habe ich schon einhändig hoch genug, dass ich... ich würde gern hier irgendwas... Ne, blocken vielleicht. Vorder 30, Vorder 30, Vorder 30. Gut, das braucht es auch noch. Ich werde einhändig hoch. Alter, was soll das? Ah. Die heilt er sich auch wieder. Eine Idee. Waffen, Axt von Weißlauf.
Nein, nein! Das ist die brennende Axt, die ich gerade habe. Ah, das dumme Feuer hilft auch nicht. Doch, hilft schon. Mist. Oh, diese Eistrolle. Okay, das war ein Fehler. Shit. Fuck. Alter, so ein Eistroll. Ah, das kennt man ja schon. Ja. Dann muss ich den Part... muss oder will, oder tue ich den Part jetzt hier beenden. Und sehen uns beim nächsten Part wieder, wo ich dann wieder bis zu der Tussi vorgelaufen bin, der Koratia oder wie der hieß. Und ja, dann müssen wir uns beim nächsten Part was ausdenken, wie man an diesem blöden Troll vorbeikommt. Weil das ist schon irgendwie ein bisschen OP. Wenn der mich two-hittet und ich ihm so gut wie keinen Schaden mache. Egal mit was. Ja, oder ich bin jetzt noch hierher gelaufen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.